ist ja nicht unbedingt dein Lieblingsgedicht. Stimmt, ambivalentes Verhältnis. Es ist einfach so, wirklich einen Klassiker ein bisschen anders zu servieren und sich zu trauen. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. In den 80ern war das absolut, unter Schülern und Studenten ein absoluter Hit. Alle haben Erich Fried gelesen. Ich persönlich hatte damals so eine Phase, wo ich viele Gedichte auswendig gelernt habe und das ist das Einzige, an dem ich absolut gescheitert bin. Weil ich kein System gefunden habe, warum eine bestimmte Stelle an der Position im Gedicht steht, wo sie steht. Ja, ja. Das ist völlig austauschbar. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Ich halte es für ein sehr emotionales, auf den ersten Blick unglaublich tiefsinnig klingendes Gedicht. In Wirklichkeit, wenn ich ehrlich bin, halte ich es für einen der banalsten Texte, den ich jemals gelesen habe und auch einen der missglücktesten, denn es gibt kein anderes Kunstwerk, das ich kenne, nicht nur unter Gedichten, bei dem es völlig egal ist, an welcher Stelle ein Teil des Kunstwerks sich befindet. Also mich stört das nicht jetzt. Also für mich ist das ist auch... Das wundert mich nicht, weil es ganz viele Leute lieben. Ich glaube, es ist ein wichtiges Liebesgedicht. Und mir jetzt, also es kennen halt viele Leute. Und absolut. Ja, was mich eigentlich interessiert, trotzdem, wie die Liebe betrachtet wird. Also ja. Das ist ja immer das Spannende, dass man neue Eindrücke von der Liebe kriegt. Und für mich war der erste Satz auch gleich, was ist Unsinn, ja, sagt die Vernunft. Ja. Ja. Und ich möchte gleich zum Kochen kommen. Ja. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Aber natürlich, die Liebe zum Kochen ist auch etwas, was mich mal antreibt und einfach so sage, okay, ich möchte das ausprobieren. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Wenn man jetzt auch Dinge ausprobiert, zweifle ich auch manchmal. Denke, ist das auch technisch sauber oder ist es richtig oder was sagen die anderen dazu, wie werde ich bewertet? Das sind immer so Gedanken, die dazu kommen, aber dass ich immer wieder zu dem komme, dass ich sage, okay, es ist, was es ist, ich koche gern. Mhm. Und das finde ich auch in dem Gedicht, diese Gedanken wiedergespiegelt. Mhm. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Warum soll ich mich auf was trauen, auf ein Gericht einlassen? Ja? Ja. Warum? Es ist eigentlich eh alles klar. Es wird schon sehr lange gekocht und wir wissen eigentlich, was alles gut schmeckt. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Ja? Mhm. Und deshalb möchte ich mich trauen, jetzt quasi einen Klassiker zu dekonstruieren. Und der Klassiker in Österreich ist... Das Wiener Schnitzel. So ist es. Ein Schweinschnitzel mache ich. Also das ist das Übliche, das muss man sagen. Das ist der Kalbschnitzel, Wiener Schnitzel, ist ja Kalbschnitzel. Das am meisten verkaufte Wiener Schnitzel ist das Schweinschnitzel. Genau. Ja. Das ist aber für mich ein persönlicher Geschmack. Ich habe das Schweinschnitzel sehr gerne. Ich würde jetzt einmal sagen, ich lasse das Wiener Schnitzel so, wie es ist und gebe etwas dazu. Ja? Und was es bei mir dazu ist, ist auch lustig, dass... es sich bei mir ergeben hat. Das ist gar kein, das Dekonstruieren ist mir eigentlich passiert. Es ist mir so passiert, ich habe in meiner Küche Schnitzel gemacht und ich hatte aber auf der Karte so eine Garnelensauce, ja, wo man Garnelen anbrät und eine Sauce draus macht mit Fond und so weiter und mit den Schalen. Und wie das halt so ist, was die man kostet und dann ist halt der Schnitzel übrig und das liebe ich ja, wenn man macht Schnitzel und dann bleibt der Schnitzel übrig, macht man sich selber eins und so alleine. Und auf einmal ist jetzt der Schnitzel am Gaumen und dann koste ich die Soße dazu. Ja. Und ja, das funktioniert super. Was ja super ist, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, sondern es ist mir passiert. Ja. Weil oft, wenn ich es zwanghaft mache, so wie mit der Liebe, wenn ich versuche zwanghaft, ich muss mich jetzt verlieben, ist, glaube ich, das passiert wahrscheinlich wird nicht. Ich habe mir ist es noch nicht passiert. Aber es ist, was es ist Kochen. Und es ist so spannend, das auszuprobieren. Und es muss ja nicht jedem schmecken. Ja, weil jeder liebt ja nicht jeden. Aber der Gedanke, dass es nicht schmecken muss, auch wenn der wahrscheinlich nicht sehr populär ist in der Küche, aber das ist das, warum es, glaube ich, geht, in dem es ist, was es ist, denn das kommt ja immer als Antwort auf einen negativen Einwand. Die Sache selbst, das wäre das klassische Schnitzel, das ist gefunden, dass es ist, was es ist. Ja. Und rundherum stelle ich mir vor, müssten die Anfechtungen ausdrückbar sein. Aber was ich eigentlich sagen würde, es ist eigentlich, das, was es ist, ist Liebe, das ist mein Kochprozess. Mhm. Dass ich sage, okay, es geht darum, dass ich mich ins Kochen einlasse auf meine Art und Weise, ich als Roman. Ja. Das ist eigentlich der Prozess, es ist, was es ist. Dass man auch, wenn man einen Schnitzel ausprobiert, dass es da Wege gibt und es schmeckt ja gut, weil für mich schmeckt es gut. Ich habe es so ausprobiert, das funktioniert für mich. Ich habe es nicht erzwungen. Und es ist, was es ist. Es ist meine Spaß am Kochen. Es ist genau die Freude, auch bei der Liebe zu bleiben. Das fordert mich, finde ich, das Gedicht auf. Eigentlich auch bei mir bleiben.
bin sehr gespannt drauf, was da für ein Bild entsteht auf deinem Teller. Ich habe ja einen Wunsch, dass du, nachdem du das Gericht gegessen hast, so zum Weinen anfängst, wirklich sehr emotional wirst. Über das Gedicht. Nein, über die Liebe. Ja. Diese Liebe schwappt dann auf das Gedicht über und auf einmal siehst du es in einem neuen Licht und bist wirklich ergriffen und spürst die Liebe neu. Und wenn du ein bisschen einen rohen Zwiebel dazu tust. Ja. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Jalapenos. Richtig, genau. La Schärfe. Was Schärfes. Genau. Und wichtig ist, noch zum Essen dazu, dass du die Soße jetzt nicht darüber gießt. Ja. Weil dieses Schnitzel mit Soße, ich finde schon, dass die Panier das Knusprige rauskommt. Ja. Die einfach dazu löffelst. Hm. Ja, du weißt, ich liebe die Kombination von Fisch und Fleisch. Und ich, wenn ich sehe, paar Tränen in den Augen, hat sich jetzt deine Meinung, hat sich jetzt deine Meinung zu dem Gedicht verändert? Nein, aber... Ich kann nur bestätigen, auch mit der Garnelensauce im Mund, das Schnitzel ist ein Schnitzel. Es ist, was es ist.